Sehr geehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Morgen. Wir entschuldigen uns für die kurze Verspätung. Ich darf Sie heute ganz herzlich begrüßen zu unserer Online-Pressekonferenz zur Vorstellung des Berichts zur Provenienzforschung in Bayern 2020. Kunstminister Bernd Siebler wird Ihnen gemeinsam mit den beiden Vorsitzenden des Forschungsverbund Provenienzforschung Bayern, Dr. Johannes Gramlich und Professor Dr. Christian Fuhrmeister, einen Einblick in deren Arbeit und in die Forschungsergebnisse geben. Gerne möchte ich Sie vorab darauf hinweisen, dass es heute aus technischen Gründen leider nicht möglich ist, Fragen zu stellen live. Wir bitten Sie deshalb, Ihre Fragen per E-Mail an uns zu schicken. Wir bemühen uns dann schnellstmöglich um Beantwortung. Im Anschluss an die Pressekonferenz finden Sie im Pressematerial auf unserer Webseite unsere Pressemitteilung und den Forschungsbericht als PDF zum Download. Herr Minister Siebler, bitte. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie alle ganz herzlich an den Bildschirmen, aber auch hier in kleiner Zahl im Wissenschaftsministerium begrüßen, unsere beiden Experten, die anschließend sprechen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen es alle, das Coronavirus hat uns immer noch fest im Griff. Alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens sind betroffen. Und dazu gehört natürlich auch das kulturelle Leben, das mich als Kunstminister natürlich auch ganz besonders schmerzt. Dennoch treiben wir unsere Themen und Aufgaben weiter voran. Wir arbeiten auch in der herausfordernden Zeit der Pandemie die schrecklichen, die schmerzlichen Folgen ab, die uns die größte Katastrophe des vergangenen Jahrhunderts gebracht hat. Die systematische Verfolgung von allem, vor allem unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Entzug ihres Eigentums, ja ihre Vernichtung. Infolge der Pandemie war die Tätigkeit des Forschungsverbundes Provenienzforschung natürlich anders, als wir das in den Vorjahren gewohnt waren. Durch eingeschränkte Reisemöglichkeiten konnte die Übergabe der betroffenen Objekte an die rechtmäßigen Erben oftmals leider nicht vollzogen werden. Doch es konnten auch alternative Lösungen gefunden werden. Der diesjährige Tag der Provenienzforschung am 14. April 2021 fand ausschließlich online statt und war insgesamt ein voller Erfolg. Auf große Resonanz stieß etwa eine Videokonferenz mit Nachkommen von jüdischen Familien aus München, die von der Silberzwangsabgabe 1939 betroffen waren. Teilnehmer aus der ganzen Welt, von Kalifornien bis Israel, erzählten über die Restitution von Kunstgegenständen, die einst ihren Vorfahren gehörten. Dies hat dazu geführt, dass Familienstämme, die zuvor nichts voneinander wussten, überhaupt erst miteinander in Kontakt gekommen sind. Auf diese Weise kann Provenienzforschung bewirken, dass wieder zusammenwächst, was zusammengehört. Und das freut mich sehr bei diesem schwierigen Thema, wenn hier Menschen wieder zusammengeführt werden können. Sehr geehrte Damen und Herren, Transparenz ist für mich der Schlüsselbegriff bei der Aufarbeitung der Geschichten, die hinter dem Erwerb von Sammlungsgegenständen steckt. Unser reicher Kulturstaat hat damit eine herausfordernde, aber auch wichtige und lohnende Aufgabe. Wir wollen und müssen uns mit der Erwerbsgeschichte von Kulturgütern auseinandersetzen. Ihre Erforschung gehört zu den wichtigen Aufgaben unserer Einrichtungen in ganz Bayern. Restitutionsforderungen wollen wir umfassend nachgehen und natürlich auch aufklären. Gleichzeitig forschen unsere Institutionen aber eben auch proaktiv aus eigenem Antrieb heraus, weil jedem die hohe Bedeutung dieser Aufgabe bewusst ist. Den Fortschritt ihrer Recherchen stellen wir regelmäßig öffentlich vor, wie eben auch heute. Aber eben auch auf Webseiten der Einrichtungen und eben insbesondere im jährlichen Tätigkeitsbericht. Ich freue mich, dass wir heute die jüngste Ausgabe dieses Berichtes und damit die Ergebnisse der Forschungsarbeit der Mitglieder und Kooperationspartner des Forschungsverbundes gemeinsam vorstellen können. Provenienzforschung, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist für uns Verpflichtung. Ich kann Ihnen versichern, dass der Freistaat in der Aufarbeitung des NS-Unrechts und in der Provenienzforschung hinsichtlich der Kulturgüter in seinem Besitz eine wichtige und fortdauernde Verpflichtung sieht. Und selbstverständlich auch restituiert, wenn die Forschungen entsprechende Hinweise auf einen verfolgungsbedingten Entzug gegeben sind. Bei der Aufarbeitung des NS-Unrechts geben uns die Washington-Erklärung
und die gemeinsame Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände den Rahmen vor für die Auffindung und die Rückgabe NS-verfolgt entzogenes Kulturgutes, insbesondere natürlich aus jüdischem Besitz. Wir haben uns dazu verpflichtet, in unserem Besitz befindliches Kulturgut auf NS-verfolgungsbedingten Entzug hin zu überprüfen, die jeweils geschädigten Personen bzw. den Erben zu ermitteln und in jedem Einzelfall gerechte und faire Lösungen im Sinne der genannten Grundsätze zu finden. Dieser Verpflichtung in vollem Umfang nachzukommen, ist mir, dem Freistaat und seinen Einrichtungen ein ganz, ganz wichtiges und auch Herzensanliegen. Die öffentlichen Einrichtungen sind angewiesen, ihre Bestände systematisch und vollständig auf NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut zu überprüfen und, sofern möglich, die jeweils geschädigten Personen bzw. deren Erben zu ermitteln, sowie gewissenhaft und sachgerecht mit Restitutionsansprüchen umzugehen. Die Erfahrung mit der Aufarbeitung des NS-Unrechts zeigt, dass es schmerzvoll, aber letzten Endes eben auch heilsam ist, sich den dunklen Seiten der eigenen Geschichte zu stellen. Ein schwieriger Prozess, aber einer, der dringend notwendig ist, der Aufklärung und eben auch Heilung weit über den finanziellen Sinne hinaus auch bringt. Diese Erfahrung macht auch Mut für eine Herausforderung, die sich seit einigen Jahren mit zunehmender Intensität stellt. Die Aufarbeitung der deutschen Kolonialvergangenheit und die Frage, wie wir mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten umgehen. Es ist gut, dass Bund, Länder und Kommunen jetzt im Gespräch miteinander erste Leitlinien entwickelt haben, die es nun umzusetzen gilt. Ich spreche von den ersten Eckpunkten zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, die am 13. März 2019 beschlossen worden sind. Ich rechne damit, dass dieses Thema in den nächsten Jahren kontinuierlich weiter an Bedeutung gewinnen wird und dass wir hier auf der Grundlage der Forschungsarbeit unserer Einrichtungen verstärkt Restitutionen durchführen werden. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist auch, dass Sammlungsbestände online einsehbar sind. Es freut mich sehr, dass das Museum 5 Kontinente in München im vergangenen Jahr bereits eine Inventarbücher offengestellt hat. Und ich freue mich, Ihnen heute eine weitere Entwicklung berichten zu können, nämlich die Sammlung online ist nun zugänglich, in einem virtuellen Zugang zu den Museumsbeständen ermöglicht. In diesem Rahmen werden sukzessive detaillierte Informationen unter anderem zur Provenienz der Sammlungsgegenstände veröffentlicht. Das Museum 5 Kontinente leistet somit einen wichtigen Beitrag zu größerer Transparenz und ich bedanke mich bei der Leiterin und dem kompletten Team für diese mühsame Arbeit, aber es ist wichtig, Transparenz, das ist der Schlüssel. Inzwischen ist die Washingtoner Erklärung und die Konferenz über 20 Jahre her. Doch noch lange ist die vielfältige Aufarbeitung des NS-Kunstraubs und die Aufklärung des Schicksals der überwiegend jüdischen Opfer der NS-Herrschaft nicht abgeschlossen. Längst nicht abgeschlossen. Zur Lösung der damit verbundenen Herausforderungen, zur Förderung des Austauschs des vorhandenen Wissens und der Rechercheergebnisse sowie zur Bündelung vorhandener Expertise und Kompetenzen hat der Freistaat Bayern im Jahr 2015 den Forschungsverbund Provenienzforschung Bayern ins Leben gerufen. Ihm gehören inzwischen 23 Institutionen, 15 als Mitglieder und 8 als Kooperationspartner, mit unterschiedlicher Spezialisierung in den Bereichen Kunst, Kultur und Zeitgeschichte an. Das zeigt, Bayern nimmt sich dieser hervorragenden und herausfordernden Aufgabe aktiv an. Hervorragend, weil sie wichtig für das Kunstverständnis hier im Haus und im ganzen Freistaat Bayern mit ist. Der Forschungsverbund stellt heuer seinen 5. Tätigkeitsbericht vor, die Projekte der Mitglieder des Forschungsverbundes, alle laufenden Provenienzprüfverfahren und im Berichtszeitraum erfolgten Restitutionen dokumentiert. Der Bericht zeigt eindrucksvoll die Fülle an Aktivitäten der Mitglieder des Verbundes, aber auch den Umfang und die Komplexität dieser Tätigkeit. Zu den Restitutionen während der Corona-Pandemie. Dem Tätigkeitsbericht können Sie entnehmen, dass sich einige Restitutionen aufgrund der Pandemie verzögert haben. Reisen geht halt nicht, viele konnten nicht anreisen, die Kunstwerke konnten somit nicht übergeben werden. Leider, das ist wirklich ausdrücklich bedauerlich, weil wir so mit einer Generation in Kontakt kommen, die an den furchtbaren Ereignissen der NS-Zeit noch sehr nahe dran ist. Und das hat mich immer sehr bewegt, die Menschen zu erleben,
die selbst als die Opfer unterwegs waren, die authentisch berichten können, mit welcher Brutalität man damals vorgegangen ist. Das ist natürlich im negativen Sinne beeindruckend. Es hat mich tatsächlich sehr bewegt, als ich im Oktober ein Werk des berühmten Aquarellisten Rudolf von Alter aus dem Bestand der staatlichen graphischen Sammlung an den Enkel der ursprünglichen Eigentümer übergeben konnte. Das sind Dinge, die einen emotional bewegen, wenn man mit diesen Menschen spricht, wenn man ihnen gegenübersteht, wenn man die Geschichten dieser Menschen zu hören bekommt. Dieser Mann hat als Kind die Verfolgung seiner Familie und zum Glück auch die rettende Emigration nach Amerika selbst miterlebt. Die Großeltern haben dem Enkel aber nie erzählt, dass sie in ihrem alten Leben in Wien eine Kunstsammlung besaßen. So kam mit dem Aquarell letztlich nicht nur ein Kunstwerk, sondern auch ein Teil der Familiengeschichte zurück. Das meinte ich, wenn ich sage, dass es längst nicht um finanzielle oder materielle Erstattungen geht. Es sind auch genau diese emotionalen Komponenten, die bei der Provenienzforschung eine ganz besondere Rolle spielen, wenn hier wirklich auch Gerechtigkeit gelebt werden kann und wenn alte Wunden geschlossen werden, wenn Erinnerungslücken gefüllt werden, wenn einfach mehr Transparenz, mehr Wissen auch über das eigene Tun dargestellt ist. Diese Bewegungen und diese Begegnungen, sie bewegen mich immer wieder. Und sie machen jedes Mal aufs Neue spürbar, wie wichtig und sinnvoll die Arbeit unserer Provenienzforscherinnen und Forscher mit ist. Sehr geehrte Damen und Herren, wie Sie sehen, unsere Einrichtungen arbeiten wirklich intensiv an dieser Thematik und bringen gleichzeitig die Forschung voran. Und über jede einzelne Restitution freue ich mich auf tiefstem Herzen. Die Geschehnisse der Vergangenheit können wir damit nicht rückgängig machen, aber wir können ein sichtbares Zeichen setzen für unser tiefes und ernsthaftes Interesse, die menschenverachtenden Verbrechen des Nationalsozialismus umfassend aufzuarbeiten. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei all denjenigen, die sich eingebracht haben, bei all denjenigen, die sich mit Leidenschaft, Herzblut und höchster wissenschaftlicher Expertise dieser Arbeit widmen. Und nun darf ich das Wort übergeben an Dr. Johannes Gramlich und dann Herrn Professor Christian Fuhrmeister. Und ich freue mich auf Ihren Bericht und die Dinge, die Sie uns heute noch näher bringen können. Herr Professor Gramlich, bitte. Herr Dr. Gramlich, bitte. Die Beförderung ist schon in Aussicht gestellt. Ja, vielen Dank, Herr Minister. Von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich betone vorab, dass wir über den Bericht und also die Entwicklungen und also die Entwicklung im Jahr 2020 zu versprechen. Inzwischen sind wir schon wieder ein wenig weiter. Das für uns sicherlich einschneidendste Ereignis, die einschneidendste Gegebenheit im Jahr 2020, war der Verlust von unserem Kollegen Dr. Stefan Kellner, der uns sehr getroffen hat. Stefan Kellner ist am 14. Oktober 2020 unerwartet und viel zu früh verstorben. Er war stellvertretender Vorsitzender des Forschungsverbundes und seit vielen Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bayerischen Staatsbibliothek. Zuletzt hat er dort das Bavaria-Referat geleitet. Vor allem hat Stefan Kellner die Provenienzforschung an der Staatsbibliothek schon im Jahr 2003 mitbegründet, hat diese Forschung seither mit zahlreichen Projekten vorangetrieben und institutionalisiert. Er war in der Restitution von über 800 Titeln an Berechtigte im In- und Ausland maßgeblich beteiligt. Er war Gründungsmitglied eines deutschlandweiten Arbeitskreises zur Provenienzforschung in Bibliotheken. Er hat seine Arbeit in Vorträgen und Aufsätzen nach außen getragen. Er war Lehrbeauftragter für NS-Raubgutforschung an der Bayerischen Bibliotheksakademie und er hat nicht zuletzt wichtige Internetportale wie das historische Lexikon Bayerns mit aufgebaut. Bei all diesen Tätigkeiten hat ihn seine kluge, kenntnisreiche und humorvolle Art ausgezeichnet. Ich kann für alle Kolleginnen und Kollegen im Verbund sagen, dass wir Stefan Kellner fachlich und menschlich sehr vermissen. Einen Nachruf auf Stefan Kellner finden Sie im aktuellen Tätigkeitsbericht. Nach Stefans Tod Mitte Oktober 2020 war der Stellvertreterposten im Forschungsverbund zunächst vakant. Im Frühjahr des laufenden Jahres, damit greife ich jetzt einmal über das Jahr 2020 hinaus, gab es die regulären Neuwahlen der Vorsitzenden. Damit dabei bin ich im Amt bestätigt worden und Professor Christian Fuhrmeister vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte
ist zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Verbundes gewählt worden. Christian Fuhrmeister brauche ich vermutlich kaum vorzustellen. Er hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralinstitut für Kunstgeschichte und als Lehrbeauftragter an der LMU München ist seit vielen Jahren in der Provenienzforschung aktiv. Er ist entsprechend erfahren, fachlich versiert und über die Grenzen Bayerns und Deutschland hinaus bekannt und anerkannt. Am Zentralinstitut für Kunstgeschichte hat er zusammen mit den dortigen Kolleginnen und Kollegen etliche enorm wichtige Projekte zur Provenienzforschung, zum Kunstmarkt und Kunsthandel in der NS-Zeit geplant, initiiert und geleitet. Er war am Aufbau wichtiger Datenbanken für die Provenienzforschung beteiligt. Er publiziert regelmäßig zum Themenfeld Raubkunst und Restitution. Und er hat etliche Tagungen, Kolloquien, Workshops zur Provenienzforschung organisiert. Die Aufzählung ließe sich fortsetzen, das unterlasse ich an dieser Stelle, möchte aber zum Ausdruck bringen und betonen, dass ich mich sehr darüber freue, dass Christian Fuhrmeister dieses Amt übernommen hat. Kommen wir zurück zu den Inhalten des Berichts 2020. Der Forschungsverbund hat im letzten Jahr mit der Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg einen weiteren Kooperationspartner hinzugewonnen. Der dortige Kollege Leibel Rosenberg forscht seit 1997 zur Herkunft der Bestände. 821 Schriften konnten seither restituiert werden. Wir können also einen sehr erfahrenen Kollegen in unserem Kreis begrüßen. 2015 mit 9 Institutionen gestartet, der Minister hat auch gerade darauf hingewiesen, umfasste der Forschungsverbund damit Ende 2020 insgesamt 23 Einrichtungen. Darunter 16 Museen und Ausstellungshäuser, 4 universitäre und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, 2 Bibliotheken und die staatlichen Archive Bayerns. In dem Fall übrigens gerne Folie 1. Diese Vielfalt an Institutionen ist in meinen Augen die größte Stärke des Verbundes, weil damit letztlich alle Aspekte der Provenienzforschung abgedeckt sind. Die Institutionen des Verbundes betreiben objektbezogene Recherchen, also Provenienzforschung in einem engeren Sinne. Sie beschäftigen sich mit der allgemeinen Kontext- und Grundlagenforschung zu Kunstsammlern, Kunsthändlern, zum Kunst- und Kulturgütermarkt der Vergangenheit und weitere mehr. In dem Kontext könnten wir zu Folie 2 auch schon wechseln. Die Institutionen des Verbundes erschließen und digitalisieren relevante Quellenbestände und sie sind in der Lehre und Vermittlung von Inhalten der Provenienzforschung sehr aktiv. All das gilt mit Blick auf die Institutionen des Verbundes schwerpunktmäßig für den Kunstraub im Nationalsozialismus. Wir haben aber auch mit Sammlungen aus kolonialem Kontext zu tun. Vorzuheben in dieser Hinsicht unter anderem das Museum 5 Kontinente und das Deutsche Museum. All diese Aspekte, diese unterschiedlichen Perspektiven, Arbeitsfelder und Wissensbestände zusammen und in Austausch zu bringen, ist der zentrale Zweck und Mehrwert des Verbundes und davon profitieren wir sehr. Zu einzelnen Ergebnissen und konkreten Tätigkeitsfeldern, die Sie im Bericht 2020 dann auch finden können. Wir können weitergehen auf Folie 3. Ich gebe Ihnen zunächst einen groben Überblick über die Restitutionen aus dem Jahr 2020, da dies erfahrungsgemäß von besonderem Interesse ist. Ich muss dazu sagen, dass die Zählung nicht ganz einfach war. Auch das hatte Minister Siebler angesprochen, da auch aufgrund der Pandemie zum Teil erhebliche Zeiträume zwischen der Entscheidung zur Restitution und der tatsächlichen Herausgabe liegen können. Vor diesem Hintergrund aber kann ich insgesamt 26 Einzelobjekte aufführen, die von 6 Einrichtungen des Forschungsverbundes restituiert wurden. Wenn Sie detaillierte Informationen zu einzelnen Fällen benötigen, bringen wir sie gerne mit den zuständigen Forscherinnen und Forschern in Kontakt. Ich mache das jetzt im Folgenden relativ knapp. Folie 4 bitte. Die Bayerische Staatsbibliothek und das Institut für Zeitgeschichte haben insgesamt 10 Bücher restituiert. Die Restitutionen der Staatsbibliothek gingen an den Deutschen Gewerkschaftsbund als Nachfolgeorganisation verschiedener Gewerkschaften, deren Bibliotheken 1933
im Zuge der Zerschlagung der Gewerkschaften geplündert, verstreut und vernichtet worden waren. Der Gewerkschaftsbund hat diese Bücher nach der Restitution als Schenkung an die Staatsbibliothek rückübereignet. Bei Max Sachs, an dessen Erben das Institut für Zeitgeschichte ein Buch restituiert hat, handelt es sich um einen Journalisten und sozialdemokratischen Politiker jüdischer Herkunft, der im Oktober 1955 infolge brutaler Misshandlungen durch die SS verstorben war. Auf welchem Weg das Buch in der Folge in die Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte gelangt ist, konnte noch nicht rekonstruiert werden. Ein Ex-Libris belegt das Eigentum von Max Sachs. Aber eindeutig, dieses Buch befindet sich seither wieder als Dauerleihgabe der Erbe in der Bibliothek des Instituts für Zeitgeschichte. Die nächste Folie. Das Bayerische Nationalmuseum, auch das hat Herr Siebler gesagt, hat Silberobjekte restituiert an die Erben nach Anna und Karl Neumeier sowie an die Erben nach Dina Marx. Eine reichsweite Verordnung hatte deutsche Jüdinnen und Juden im Februar 1939 dazu gezwungen, Edelmetall- und Schmuckgegenstände an staatliche Annahmestellen abzugeben. Der verfolgungsbedingte Entzug stand bei diesen Objekten also von Anfang an außer Frage. Die Aufgabe in diesen Fällen bestand darin, die vormaligen Eigentümer und vor allem deren Erben zu identifizieren. Damit war schon Alfred Grimm am Nationalmuseum beschäftigt, der zu den Silberzwangsabgaben auch publiziert und eine Ausstellung organisiert hat. Inzwischen ist Matthias Weniger mit der Provenienzforschung am Nationalmuseum betraut. Er ist dabei auch auf der Suche nach weiteren Erben von zwangsenteigneten Silbergegenständen. Es wird also in Zukunft weitere Restitutionen aus diesem Bereich geben. Das Bayerische Nationalmuseum konnte außerdem drei große französische Tapisserien des 18. Jahrhunderts an die Erben nach Hanna Mathilde Freifrau von Rothschild und Albert von Goldschmidt-Rothschild restituieren. Albert von Goldschmidt-Rothschild hatte die Tapisserien unter dem Druck zunehmender Verfolgungsmaßnahmen im Mai 1936 über ein Frankfurter Auktionshaus verkaufen müssen. In der Folge gehörten die Tapisserien zur Sammlung von Hermann Göring, ehe sie in den 1960er Jahren als enteigneter NS-Besitz in den Bestand des Nationalsozialismus, des Nationalmuseums um Gottes Willen gekommen sind. Die folgende Folie. Jetzt kommen wir zu den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, die 5 Gemälde restituiert haben, beziehungsweise die Restitution von 5 Gemälden beschlossen haben. Noch nicht in allen Fällen ist die Übergabe schon erfolgt. Josef Wopfners Fischerboote bei Frauenchiemsee konnten an die Erben nach Alfred Isay zurückgegeben werden. Das Werk gehörte ursprünglich zur Sammlung des Nürnberger Unternehmers und Kunstsammlers Abraham Adelsberger, dem Schwiegervater von Isay. Isay hat das Werk vermutlich während des Zweiten Weltkriegs im niederländischen Exil unter dem Druck der Verhältnisse verkaufen müssen. In der Folge hat es Martin Bormann zur Ausstattung von NSDAP-Parteigebäuden erworben. Wie die Tapisserien aus dem Nationalmuseum ist dieses Gemälde nach dem Krieg als enteigneter NS-Besitz in den Bestand der Staatsgemäldesammlung gekommen. Die Kinderszene von Lesser Uri ist an die Erben nach Kurt Goldschmidt zu restituieren. Goldschmidt war ein Berliner Jurist und Bankier jüdischer Herkunft, der ab 1933 aus seinen geschäftlichen Tätigkeiten gedrängt wurde und in der Folge sein Eigentum Zug um Zug verkaufen musste. Das Gemälde wurde 1935 in einem Berliner Auktionshaus versteigert. Die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen haben es erst wesentlich später, nämlich 1972 im Münchner Kunsthandel, gekauft. Der heilige Florian konnte an die Nachfahren der Münchner Kunsthandelsfamilie III restituiert worden werden. Die Münchner Kunsthandlung AS3 war, wie etliche andere Kunsthandlungen jüdischer Inhaber, 1935-36 auf Druck der nationalsozialistischen Behörden aufgelöst worden. Ihre Bestände wurden daraufhin verauktioniert. Der heilige Florian ist unmittelbar in diesem Zusammenhang 1936 von den Staatsgemäldesammlungen angekauft worden. Das Gemälde Ulanen auf dem Marsch von Hans von Maree wird an die Erben des Düsseldorfer Kunsthändlers Max Stern restituiert. Die Kunsthandlung Stern ist in der NS-Zeit ebenso wie die Kunsthandlung 3
durch die Nationalsozialisten aufgelöst wurden. Die Ulanen auf dem Marsch verkaufte Stern 1936. Das Gemälde hatte dann noch einige Zwischeneigentümer, ehe es 1986 von den Staatsgemäldesammlungen erworben wurde. Wie bei dem Wopfner-Gemälde, das ich anfangs nannte, ist die Restitution hier schon 2019 entschieden worden. Die Rückgabe steht aber weiterhin aus. Und nicht zuletzt werden die Staatsgemäldesammlungen auch ein Gemälde von Jakob Ochterwelt, das Zitronenscheibchen, an die Erben des vormaligen Eigentümers restituieren, den ich an dieser Stelle anonym belassen soll. Dieses Gemälde wurde unter dem Druck der Verhältnisse 1938 auf dem Kunstmarkt verkauft. Es kam in die Sammlung des Industriellen Fritz Thyssen, ehe es 1987 zusammen mit weiteren Werken aus der Sammlung Thyssen vom Freistaat Bayern erworben wurde. Gemeinsam, wenn ich ein bisschen was Summarisches dazu sagen darf, gemeinsam ist diesen fünf Fällen, dass die Objekte von den genannten jüdischen Sammlern und Händlern auf dem Kunstmarkt der NS-Zeit unter dem Druck der Verhältnisse verkauft worden sind. Es handelte sich also nicht um direkte Enteignung, sondern, wenn man so will, um mittelbaren Raub. Ich weise deshalb darauf hin, weil wir vielfach mit solchen Fällen zu tun haben, die in der Regel aufwendig zu recherchieren sind. Anders als bei direkten Enteignungen, die in der Bewertung klar sind, müssen bei solchen Fällen die Umstände der Transaktion, die Verfolgungsschicksale der vormaligen Eigentümer so gut wie möglich rekonstruiert werden, um bewerten zu können, ob ein Verkauf auf die nationalsozialistischen Verfolgungsmaßnahmen zurückzuführen ist. Das ist ein Grund dafür, warum Provenienzforschung Zeit und Ressourcen braucht. Es ist aber auch ein Grund dafür, dass Provenienzforschung über den Einzelfall hinaus relevant ist, indem sie vergessene Biografien rekonstruiert und die Verfolgungsmechanismen der NS-Zeit auf einer Mikroebene analysiert. Erwähnenswert ist mit Blick auf diese Folie zudem, dass die Gemälde von Ochterwelt und Marais bzw. die entsprechenden Fälle dazu vor der beratenden Kommission in Berlin diskutiert und besprochen wurden. Diese Restitution fußen folglich auf Empfehlungen dieser beratenden Kommission. Folie bitte. Das Münchner Stadtmuseum hat eine Ölskizze von Josef Stieler restituiert. Das Stadtmuseum hatte dieses Werk im Auktionshaus Weinmüller hier in München im Juni 1939 ersteigert. Der vormalige Eigentümer, der auf Wunsch der Erben anonym bleiben soll, hatte das Objekt dort im Zuge seiner Emigration verkaufen müssen. Und zuletzt auf der folgenden Folie haben die staatliche grafische Sammlung, auch das hat Herr Siebler erwähnt, das Aquarell Häuser in Teplitz von Rudolf von Alt an die Erben des Wiener Kunstsammlers Richard Stein restituiert. Die Münchner Kunsthändlerin Maria Almas Dietrich, die insgesamt für die NS-Elite sehr aktiv gewesen war, hatte Stein das Werk vermutlich 1938 abgepresst und es an Martin Bormann, dem Leiter der NSDAP-Parteikanzlei, weiterverkauft. Diese Restitution geht zurück auf ein Forschungsprojekt, das die staatliche grafische Sammlung zur Herkunft ihres Bestandes an Werken von Rudolf von Alt bis 2013 durchgeführt hat. Zu den Ergebnissen dieses Projekts liegt eine ausführliche Publikation vor. Soweit die Restitutionen. Neben diesen Restitutionen haben die Institutionen des Forschungsverbundes im Jahr 2020 insgesamt 74 Objekte an die Online-Datenbank lostart.de gemeldet. Die Meldungen kamen vom Bayerischen Nationalmuseum, den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen und vom Martin-von-Wagner-Museum der Universität Würzburg. Und das bedeutet nicht, das sage ich in dem Fall immer dazu, dass es sich bei diesen 74 Objekten um Raubkunst handeln muss. Gemeldet werden auch Objekte, bei denen ein Verdacht auf Raubkunst besteht bzw. nicht ausgeschlossen werden kann. Die Lost-Art-Meldungen dienen der Transparenz und sollen vor allem dazu führen, dass potenziell Restitutionsberechtigte die entsprechenden Werke mit allen verfügbaren Informationen im Internet auffinden können. Insofern ist es für die Provenienzforschung grundsätzlich wichtig und von großer Bedeutung, dass die Museen ihre Bestände öffentlich machen,
das Museum Fünf Kontinente. Und auch hier wiederhole ich Aussagen von Minister Siebler, hat in diesem Sinne seine Inventarbücher im Jahr 2020 digitalisiert und zum Download bereitgestellt. Das sehen wir auf der nächsten Folie, bitte. Die Inventarbücher umfassen die Erwerbung von den Anfängen der ethnologischen Sammlungen im Jahr 1843 bis in das Jahr 1959. Im Jahr zuvor, also 2019, haben bereits das Bayerische Nationalmuseum, die Bayerische Staatsbibliothek und die Bayerischen Staatsgemäldesammlungen vergleichbare Dokumente digitalisiert und ebenfalls online gestellt. Folie 10 wäre das jetzt schon, bitte, weil ich damit jetzt nochmal zurückkomme auf das, was ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich dass Provenienzforschung mehr ist als die objektbezogenen Recherchen, die zu Restitution oder zu Lost-Art-Meldungen führen. Bemerkenswert sind beispielsweise etliche Projekte zur Erschließung von wichtigen Quellenmaterialien. Die staatlichen Archive Bayerns arbeiten in 8 Projekten an der Erschließung von Quellen, die den NS-Kunstraub, aber auch die sogenannte Wiedergutmachung nach 1945 betreffen. Das Zentralinstitut für Kunstgeschichte ist dabei, einen Teilnachlass der bedeutenden Kunsthandlung Böhler zu digitalisieren und in einer Online-Datenbank zugänglich zu machen. Zudem werden dort in einem weiteren Projekt annotierte Kataloge des Münchner Auktionshauses Hugo Helbing erschlossen und digitalisiert. Das Germanische Nationalmuseum arbeitet an einer Online-Edition der Reisetagebücher von Hans Posse. Posse war der Chefankäufer für das von Hitler geplante Museum in Linz. Die ersten 3 Bände dieser Tagebücher sind bereits online verfügbar. Und das Jüdische Museum München ediert Inventare von über 200 bayerischen Synagogen aus den Jahren 1927 und 1931, deren Inhalte ebenfalls in eine Online-Datenbank eingespeist werden sollen. Durch solche Erschließungs- und Digitalisierungsprojekte werden Zug um Zug mehr relevante Quellenbestände zugänglich, die für die objektbezogene Forschung und die allgemeine Grundlagenforschung gleichermaßen elementar sind. Zu letzterem Bereich, also der Grundlagen- und Kontextforschung, sind unter anderem Projekte des Zentralinstituts für Kunstgeschichte zu nennen, die sich mit dem Kunsthändler Max Stern und mit verschiedenen Kunstsammlern beschäftigen, die im Nationalsozialismus verfolgt worden waren. In diesen Projekten geht es um die Rekonstruktion von Biografien, aber auch um die Rekonstruktion ehemaliger Sammlungen bzw. Händlerbestände. Und nicht zuletzt sind wir mit der Juniorprofessur Provenienzforschung an der LMU München und mit dem Studiengang Sammlung, Provenienz, kulturelles Erbe an der Universität Würzburg auch in der Ausbildung und Lehre von Nachwuchskräften gut vertreten und gut aufgestellt. Das alles gehört also dazu, wenn wir von Provenienzforschung sprechen. Ich denke, der Bericht macht sichtbar, dass in Bayern in dieser Hinsicht einiges passiert und in Bewegung ist. Wir werden aber auch nicht müde zu betonen, dass die Arbeit der Provenienzforschung nicht in absehbarer Zeit abgeschlossen ist, sondern eine Aufgabe für viele Jahrzehnte bleiben wird. So sind es gerade die Fortschritte bei der Grundlagenforschung, bei der Erschließung und Digitalisierung von Quellenbeständen, die der objektbezogenen Forschung neue Erkenntnisse und Impulse liefern und die Möglichkeit zur Identifizierung von Raubkunst sukzessive verbessern. Wichtig bleibt, dass diese Möglichkeiten intensiv genutzt werden, dass die kulturguthaltenden Einrichtungen ihre Bestände proaktiv beforschen und dass sie nicht nur auf entsprechende Anträge von außen warten und reagieren. Alle Informationen, die ich in dieser kurzen Vorstellung nur anreißen konnte, zum Teil natürlich auch aussparen musste, sonst wäre es zu viel geworden, finden Sie ausführlich in unserem Tätigkeitsbericht. Hier vielleicht die letzte Folie, die, glaube ich, schon offen ist. Jetzt ist sie offen. Und der Tätigkeitsbericht kann auch auf unserer Homepage ab sofort runtergeladen werden. Die Internetadresse sehen Sie eingeblendet.
Ja, das war es von meiner Seite. Ich habe versucht, allen Institutionen, die zum Verbund gehören, ein Stück weit gerecht zu werden und sie hier in meine kleine Präsentation einzubringen, und übergebe jetzt das Wort an den Kollegen Professor Christian Fuhrmeister. Bitte schön. Ich glaube, das unterstreicht nochmal sehr deutlich, wie die Arbeit dann konkret läuft. Und jetzt, Herr Professor Fuhrmeister, freue ich mich auf Ihre Ausführungen. Ja. Guten Tag. Wir haben verabredet, dass ich nur ganz kurz über die Pandemie spreche, weil ich ja erst im Frühjahr diesen Jahres gewählt worden bin und im Jahr 2020 noch gar nicht im Amt war. Ich will nur vorausschicken und zugleich anschließen, Stefan Kellner hat große Schuhe hinterlassen und die muss man jetzt füllen. Schauen wir mal. Ich will darüber kurz reden, was die Pandemie, was ein Lockdown für Forschung bedeutet. Das ist sozusagen ein Worst-Case-Szenario, was ich in meiner Arbeitslaufbahn noch nicht erlebt hatte, weil alles das, was gewohnt und üblich ist, nämlich Archive, Quellen, Begegnungen, Diskussionen, ist nicht mehr möglich, und zwar ab sofort nicht mehr möglich gewesen im Frühjahr 2020. Das war schwierig, es war auch für den Forschungsverbund schwierig, weil natürlich keine Treffen erst einmal stattfinden konnten. Wir haben es dann geschafft, und das finde ich ist eine durchaus auch eine Leistung nach einer Nachrüstung, sowohl im Bereich von Hardware als auch im Bereich von Software, die Voraussetzung zu schaffen für digitale Sitzungen des Forschungsverbundes Provenienzforschung Bayern im gewohnten Rhythmus alle 6 bis 8 Wochen mit allen Mitgliedern und Mitarbeiterinnen. Und das ist, glaube ich, ganz gut, dass wir das hinbekommen haben. Der erste Tag der Provenienzforschung im April 2020 war natürlich schwierig, weil wir da noch nicht diese technischen Voraussetzungen hatten, die man braucht. Das hat in diesem Jahr wesentlich besser geklappt und ich glaube, das wird auch in Zukunft so bleiben. Wenn ich sage Lockdown, dann ist das schwierig für sowohl die Kollegen in den Museen als auch jene, die für Grundlagenforschung stehen, weil Archive und Bibliotheken geschlossen sind. Und wir reden hier über Materialien, was auch ungeachtet der Anstrengungen, die es ja gibt, die mein Kollege Johannes Granulich eben erwähnt wurde, auf absehbare Zeit nicht vollumfänglich digitalisiert werden können. Unter anderem auch aus urheberrechtlichen Gründen, personenschutzrechtliche Gründe und so weiter. Das heißt, in dem Moment, wo man ein Projekt betreibt, aber sie haben sich auf Erfolgskriterien eingelassen, haben das schriftlich vereinbart und zugesagt, sie können aber die Forschung nicht durchführen, wenn die Archive geschlossen sind. Das war ein Prozess, der Verhandlungen erfordert hat, auch mit dem Deutschen Zentrum Kulturgutverluste. Da gab es zwei Modelle, die kostenneutrale Verlängerung. Die ist gut, die schafft mehr Zeit, aber die Leute arbeiten ja und brauchen auch, müssen ihre Miete bezahlen. Da hielt die kostenneutrale Verlängerung nicht viel. Und das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste hat auch teilweise sozusagen Projektverlängerungen mit Finanzierung bewilligt, wofür wir sehr dankbar sind, weil wir sonst verschiedene Arbeiten hätten nicht machen können. Man musste in verschiedenen Projekten umsteuern, das heißt das komplette Forschungsdesign ändern, wenn Archivrecherchen nicht möglich sind. Und das betrifft ja auch Recherchen im europäischen Ausland oder auch in den USA. Ungeachtet haben wir in dieser Zeit der Pandemie etwas anderes auf den Weg gebracht, und zwar einen Relaunch des gemeinsamen Ressourcenrepositoriums. Das bedeutet, wir haben das, was innerhalb des Forschungsverbundes den Mitgliedsinstitutionen zur Verfügung steht, verbessert, wir haben es überholt und erneuert und wir haben etwas etabliert, das läuft unter dem Namen Semantic Search Engine, und das erleichtert die Arbeit in extremem Maße, weil man damit auf die Quellen, die innerhalb des Ressourcenrepositoriums zur Verfügung stehen, wesentlich besser zugreifen kann und dass die Arbeit wirklich
potenziert, also im Sinne von Zugriffs- und Analysemöglichkeiten von Quellenmaterial. Das ist sehr, sehr wichtig und damit möchte ich eigentlich auch schon schließen, um zu sagen, wir brauchen die Digital Humanities natürlich unbedingt. Also das ist eine Erweiterung gegenüber der Forschung. Ich habe ja noch Schreibmaschine schreiben gelernt, aber mit den Digital Humanities kommen wir in ganz andere Bereiche hinein. Und das ist, glaube ich, elementar und das ist ein zukunftsweisender Weg, den wir weitergehen möchten. Damit ende ich an dieser Stelle. Herr Professor Fuhrmeister, haben Sie herzlichen Dank für den Einblick in die pandemiebedingten Schwierigkeiten. Ich möchte mich aber auch ausdrücklich bei Ihnen bedanken, dass Sie so schnell auch die Nachfolge unter dramatischen Umständen von Professor Keller übernommen haben. Auch da ist die Handlungsfähigkeit und die Aktivität unseres Verbundes sehr, sehr gut deutlich geworden. Herzlichen Dank auch an Herrn Dr. Gramlich für die Ausführungen und das Unterfüttern. Ich darf nochmal darauf hinweisen, dass die Fragen bitte in den Chat bzw. per Mail an uns kommen. Wir werden die Dinge dann sehr, sehr schnell im Laufe des Tages nacharbeiten und Ihnen die entsprechenden Informationen zukommen lassen. Ansonsten darf ich mich ganz, ganz herzlich bedanken. Seien Sie versichert, dass diese Arbeit weiterhin für uns eine sehr, sehr hohe Priorität haben wird. Die emotionale Komponente, ich darf diese noch einmal schildern, ist eine außerordentlich hohe, wenn man einfach Menschen sieht, die über ihr Familienschicksal informiert werden, wo viele alte Wunden geschlossen werden. Deshalb geht es hier natürlich um eine hohe wissenschaftliche Arbeit, es geht aber auch schlicht auch um Gerechtigkeit und das zusammenzuführen, was wieder zusammengehört. Herzlichen Dank, ich darf Ihnen noch eine schöne Adventszeit wünschen. Und dann für die Tage um Weihnachten alles Gute und eine gute Zeit. Herzlichen Dank, ihr Bernd Siebler.